2015 entstand durch die Strukturreform des Landes Steiermark aus den Gemeinden Aflenz Kurort und Aflenz Land die Marktgemeinde Aflenz. Aus diesem Grund gab es im Bildungssektor 2 Volksschulen und 2 Kindergärten. Aufgrund des Zustands der Gebäude, Schulgebäude Aflenz im Jahr 1892-93 erbaut, der Kindergarten Grasnitz 1906, wurde vom Ausschuss sowie Gemeinderat einstimmig die Bildungseinrichtungen neu zu strukturieren beschlossen, unter dem Motto aus 4 macht 2. Die bestehenden Gebäude, beide Gebäude, sind in die Jahre gekommen, das sind sogenannte Kaiserschulen, das heißt, die sind noch in Kaiserszeiten gebaut worden und jetzt war es einfach Zeit, diese zu sanieren, zusammen mit der Zusammenlegung der beiden Schulen. Wir haben ja 2 Schulen gehabt, in Grasnitz und in Aflenz-Kurort, die beide zweiklassig waren, muss ich jetzt schon sagen, und jetzt haben wir das Ganze in Aflenz, die Schule, zusammengezogen und da haben wir jetzt eine vierklassige Schule. Obwohl denkmalgeschützt, wurden die Einrichtungen normgerecht auf den neuesten Stand gebracht, auch auf Hinblick Barrierefreiheit und Brandschutz. Wir haben zurzeit 76 Schüler in 4 Klassen mit 4 Klassenlehrern und einem Zusatzlehrer. In unserem Neubau befindet sich dann ein neuer Turnsaal, ein Werkraum, die Nachmittagsbetreuung und Nebenräume für Schulwart und Musikverein. Und mit dem Ergebnis zufrieden? Wir haben uns sofort wohlgefühlt im Schulgebäude. Kinder fühlen sich wohl, passt alles. Am Kindergarten Grasnitz sind noch Außenarbeiten notwendig, aber im Inneren ist es schon sehr gemütlich. Der neue Kindergarten in Aflenz bietet vor allem für die Kinder ein offenes Konzept, wo sie bedarfsorientiert, ist interessensorientiert ihre Fähigkeiten ausleben können, ihre Bereiche finden, ja, und einfach den Alltag genießen mit eurem Spielmaterial, was sie zu bieten haben. Der Gemeindekindergarten Grasnitz bietet ein offenes Konzept. Die gleichzeitige Betreuung von Kindern verschiedener Altersstufen eröffnet vielfältige Kontaktmöglichkeiten und fördert die Entwicklungsmöglichkeiten. Im Kindergarten haben wir jetzt auch eine neu geschaffene Kinderkrippe, die sehr gut angenommen wurde und die Kinder können ab einem Jahr betreut werden. Der Neubau, Turnsaal und Nebenräume werden Anfang 2020 fertig sein und benutzt werden können. Die Baukosten betragen 4,5 Millionen Euro, die mit 2/3 vom Land Steiermark gefördert wurden. Für Aflenz ist die Zusammenführung der Bildungsstandorte der Volksschulen in Aflenz und die Fusionierung der Kindergärten in Grasnitz als bestmögliches Projekt zu bezeichnen. Die Vorfreude ist bekanntlich die größte Freude. Gemeint ist die Urlaubsplanung für das nächste Jahr. Und hoffentlich wird aus der Reiselust kein Reisefrust. Das Reisebüro in Bruck an der Mur bietet eine breite Palette von Angeboten auf den Tisch. Und alle hoffen, der Urlaub möge so schön sein, wie der letzte war. Die Regale sind voll mit Prospekten und Angeboten. Wohin geht eigentlich die Reise im Jahr 2020 hauptsächlich? Hauptreiseziel ist sicher wieder Griechenland. Speziell jetzt haben wir ja die Angebote von der TUI, dass es Kinderfestpreise gibt ab 99 Euro. Das ist jetzt nur mehr zum Buchen bis zum 2. Dezember. Und da planen die Familien jetzt schon im Voraus für den Sommer, weil sie sich natürlich auch viel Geld ersparen können. Wie hat sich denn das alles entwickelt? Eine Zeit lang war ja die Türkei völlig out. Jetzt hört man, dass sie wieder im Anlaufen ist. Ja, das stimmt. Also die Türkei ist sicher wieder im Anlaufen. Natürlich sind wir noch nicht, wo wir schon einmal waren. Also die Buchungen sind schon noch weniger, aber es wird wieder in die Türkei gereist. Haben Sie Rückmeldungen, wo sich die Leute beschweren und sagen, nein, das war es eigentlich nicht, was wir uns erhofft haben?
Nein, wir gehören zu den Glücklichen, dass wir das so gut wie nicht haben. Wir beraten unsere Kunden sehr gut, auch über die Vor- und Nachteile eines Landes. Und deshalb stehen wir vor diesem Problem nicht. Welche Reisemittel werden eigentlich hauptsächlich verwendet? Ist das das Flugzeug? Ist es das Auto? Ist es die Bahn? Hauptsächlich ist es sicher das Flugzeug, aber auch das Fahrzeug. Es gibt sehr viele, die selbst mit dem Auto nach Kroatien oder Italien fahren oder auch die Schiffsreisen. Schiffsreise welche? Schiffsreise haben wir sehr viele TUI-Buchungen, TUI Cruises mit Mein Schiff, aber auch die AIDA, MSC und die Costa-Kreuzfahrten. Es gibt ja zum Beispiel auch Angebote über sogenannte Flusskreuzfahrten. Ja, das stimmt auch, gibt es auch, wird auch angeboten. Nur die Nachfrage ist bei uns noch nicht so groß, aber ich glaube, dass das noch kommen wird. Inwieweit kommen die Leute zu Ihnen, um sich beraten zu lassen? Das ist das Wichtigste bei uns. Die Kunden können sich von uns beraten lassen. Sie wissen, was sie gerne hätten und wir suchen für sie das passende Angebot. Familienurlaub im Trend? Auf jeden Fall. Familienurlaub ist immer noch und da ist es halt wichtig, dass man schaut, dass man relativ günstig, weil Familie kostet und deshalb auch diese Frühbuchangebote. Im Allgemeinen hört man ja immer von diesen Sparschienen und dergleichen und zum Beispiel nach Hamburg gab es Schwierigkeiten, weil die Deutsche Bahn noch nicht umgestellt hat. Ja, angeblich sogar immer noch. Die Deutsche Bahn hat für das nächste Jahr noch nicht umgestellt. Also das ist dann gar nicht so einfach im Moment. Ja, da müssen wir warten. Wo verbringen denn Sie selbst Ihren Urlaub? Ich verbringe meinen Urlaub nach wie vor gerne in Kroatien, aber ich freue mich auch, es hat heute das erste Mal geschneit, auf Skifahren. Gibt es neue Destinationen, die bisher nicht gebucht wurden, die man nicht kannte? Zum Beispiel Gambia ist etwas, was Neues, war auch eine Kollegin von uns schon dort. Und die Kapverdischen Inseln, die ja erstmalig von Österreich seit einem Jahr angeflogen werden. Wer überprüft eigentlich, ob das alles so ist, wie es im Reiseprospekt steht? Naja, wir überprüfen es nicht. Wir verbringen zum Teil unseren Urlaub oder wir sind auf Seminarreisen, wo wir die Hotels kennenlernen. Wie wichtig ist es, selbst dort gewesen zu sein, um dann besser zu beraten? Das ist ganz wichtig. Deshalb nutzen wir auch jede Gelegenheit, dass jede Kollegin das sieht. Denn alles, was ich selbst gesehen habe, kann ich ganz anders verkaufen. Jetzt nicht nur ein Hotel, auch eine ganze Region. Was muss ein Reisebeamter, ein Reiseangestellter können, um das zu werden? Können, wie es gibt bei uns den Lehrberuf, Reisebüroassistentin und die Liebe zu dem Beruf sollte man auf jeden Fall haben. Jetzt ist die Saison sozusagen, die Sommersaison ja aus. Die neue beginnt wann? Die beginnt dann im Mai. Wir sind jetzt in der Winterdestination, das heißt eher die Fernreisen. Und die Mittelmeerreisen beginnen dann eben ab Mai wieder.